Es war der größte Fall von Kunstfälschung in der jüngeren Vergangenheit. Und er machte die Verurteilten zu eigentlichen Medienstars. Wolfgang und Helene Beltracchi wurden verurteilt. Er zu 6 und sie zu 4 Jahren. Wegen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrugs. Vier Jahre später. Am 8. Januar 2015 wird Beltracchi wegen guter Führung vorzeitig aus dem offenen Vollzug entlassen. Wolfgang Beltracchi. Meisterfälscher, Medienstar, Künstler. Vorbei. Du bist ja ganz nah. Ja, ich hoffe, dass du noch nicht gemacht hast. Du hoffentlich hast du mich jetzt nicht erkältet. Und? Was denkst du? Ja, ich habe das Gefühl. Er täuschte sie alle. Die Gutachter, die Händler, die Museumsdirektoren. Und alle lobten sie, nichts ahnend, seine Fälschungen als echte Kunstwerke. Dafür hat er gebüßt. 7 Millionen hat er zurückbezahlt. Sein ganzes Vermögen ging an den Insolvenzverwalter und das meiste von dem, was er jetzt verdient. Rund 300 Bilder hat er gefälscht. Mal als Max Ernst, als Matisse oder Heinrich Campendonk. Jetzt, nachdem er aufgeflogen ist, stellt sich die Frage, gibt es ein Malerleben nach der Fälschung? Oder geht es ihm wie allen anderen, die sang- und klanglos untergingen, nachdem sie einmal überführt waren? Beltracchi ist sicher, dass er die Ausnahme bildet. Ich denke schon, dass ich eine Ausnahme bin. Erstens bin ich wahrscheinlich der größte Fälscher, den es überhaupt jemals gegeben hat. Ja, nö, das muss man einfach so sehen. Ich habe über 100 Maler gemacht aus 4 Jahrhunderten. Das hat noch nie irgendjemand gemacht. Und ich habe niemals Kopien gemalt. Ich habe wirklich in der Handschrift der Künstler gemalt. Und wer kann das? Ich kenne keinen. Es besteht kein Zweifel. Der Mann ist nicht nur selbstbewusst, er kann auch etwas. Und das will er uns nun beweisen, indem er Prominente malt, jeden im Stil eines anderen Künstlers. Heute sind er und seine Frau Helene unterwegs zur Sopranistin Annette Dasch. Die 39-jährige Sängerin hier mit den Wiener Philharmonikern ist Mutter zweier Kinder. Dreisat-Zuschauer kennen sie als Moderatorin der Sendung Dasch Salon. Ein vielbeschäftigtes Multitalent. Hier im Berliner Arndt-Gymnasium ist sie zur Schule gegangen. Und hier wartet Wolfgang Beltracchi auf sie. Tag, Frau Dasch. Hallo, ich freue mich sehr. Ja, sehen Sie mal, jetzt sehe ich Sie endlich mal. Ich bin total aufgeregt und freue mich total. Ja, das ist doch schön. Ja. Dann fangen wir doch eigentlich direkt mal zügig an, oder? Auf geht's. Beltracchi will Annette Dasch im Stile des englischen Malers Dante Gabriel Rossetti porträtieren. Das ist jetzt auch auf Blattgold gemalt, hat er eher selten gemacht. Mhm. Und das hier, das ist das Hochzeitsbild, was er gemalt hat, für seine Frau, auch auf Blattgold. Mhm. Schön, ne? Wunderschön. Ist das, also haben Sie sich das eigentlich ausgesucht oder ist das auf meine Bitte hin entstanden? Weil ich hatte mir ja genau diese Epoche sozusagen gewünscht. Nee, das hatte ich mir schon ausgesucht. Selber schon, also hatten wir Gedankenübertragung. Ich hab mir das Bild ausgesucht, Sie sind jetzt dazugekommen, weil Sie dem Bild entsprechen. Die Leinwand ist vorbereitet mit einer goldenen Grundierung, die später durch die weiteren Farbschichten hindurchleuchten soll. Das wird aber doch. Ah, jetzt sieht sie ein bisschen zu schlank aus, die Dame. Doch, ich habe nichts dagegen. Dann müssen wir jetzt gleich mal was an der Außenform noch machen. Nein.
Der Maler Dante Rossetti konzentrierte sich im Laufe seines Lebens immer mehr auf das Malen von Bildern schöner, sinnlicher Frauen. Seine Geliebte, Jane Morris, soll er 3000 Mal dargestellt haben. Sie wurde mit lasziv geschürzten Lippen und wallender Haarpracht zum Sinnbild der Femme Fatale. Rossetti war Maler und Dichter zugleich. Einige seiner Bilder zählen zu den besten Werken des 19. Jahrhunderts. Im Alter wurde Rossetti sehr seltsam. Malte mal gut, dann wieder schlecht. Und er lag schließlich dem Alkohol, Schlafmitteln und Opiumpräparaten. Wie immer bereiten sich die Beltracchis zu Hause auf dieses malerische Abenteuer vor. Genauso sorgfältig wie damals, als sie sich keinen Fehler leisten konnten, weil sie sonst hops gegangen wären. Dante Gabriel Rossetti. Also. Maler und Dichter. Für unsere Auffassung heute sieht das manchmal ein bisschen kitschig aus. Ne? Hat das so ein Glanzbildchen gehabt. Ja, ne, so ein bisschen. Guck mal, wie das hier zum Beispiel auch. Mhm. Ich meine, die Frauen gucken immer so ein bisschen, als hätten sie gerade den Heiligen Geist gesehen oder irgendeine andere Erscheinung. Das ist halt ein Stil, der auch nicht mehr unserem Zeitgeschmack entspricht. Aber ich will das auch nicht beurteilen. Ich mag das auch nicht, wirklich nicht gerne sein, wenn Leute über irgendeine Kunstform oder Kunstrichtung so aburteilen. Aber das ist ganz schön, ne? Mhm. Das könnte ich machen. Das ist auch nicht so aufwendig dann, ne? Sowas ist schon wieder... Das ist auch nicht der Typ. Nee. Also das, denke ich, könnte passen, ne? Zurück nach Berlin. Zurück ins Arndt-Gymnasium, wo Annette Dasch die Grundlagen für ihre Karriere mitbekam. Doch für sie war es eine schwierige Zeit damals. Ich habe mich einfach nicht interessiert für so viele Sachen. Und ich war so mit mir selber beschäftigt und mit anderen Dingen irgendwie. Ich wollte natürlich Musik machen und wollte raus in die Natur und wollte ins Theater und so. Und ich wollte nicht hier sitzen und Erdkunde lernen irgendwie. Und habe deswegen mich hingeschleppt jahrelang und habe auch viel geschwänzt später und so. Und habe aber immer gerne hier an den wirklich tollen musikalischen Angeboten an der Schule teilgenommen. Das geht. Beim Sitzen dann. So ein bisschen runter, so ein bisschen zu mir, so ein bisschen tiefer. Beltracchi malt mit Lasuren über die goldige Grundierung. In der Technik des Dante Rossetti, der teilweise Tempera und Ölfarben mischte, was den Bildern eine gewisse Durchsichtigkeit gab. So wirken sie leicht, bunt, aber auch etwas gefällig. Wie immer nähert sich das Gespräch jenen Fragen, die Beltracchi gerade umtreiben. Heute bekommen die Kunstkritiker ihr Fett ab. Der Unterschied in der Malerei ist extrem zur Musik zum Beispiel. In der Musik, da hört man es ja. Sehen Sie, wenn ich mich an ein Klavier setzen würde und würde sagen, ich spiele euch jetzt was vor, ich kann aber kein Klavier spielen. Merkt jeder. Aber ich würde es machen, wir alle würden sich die Ohren zuhalten und würden sagen, um Gottes Willen, der kann das ja gar nicht. Mhm. Aber wenn einer hingeht und eine Zitrone an die Wand nagelt und sagt, das ist Kunst, dann sagen sie alle, ist ja toll. Ja, und das sind dann eben die... Das käme bei uns nicht vor. Also da muss man dann ordentlich Geige spielen können oder sowas. Das ist ein Handwerk, das muss man lernen. Wobei ich dann auch andererseits natürlich ich als nicht bildender Künstler selber oder auch jetzt kein spezieller Kunstkenner, überhaupt nicht, stehe dann da und denke mir, na gut, ich meine, wenn die mir das erzählen... Da muss was dran sein. Muss nicht, aber es kann ja sein, dass ich es halt einfach nicht kapiere, dass es mich jetzt vielleicht nicht anspricht oder dass ich zu... Ja, das ist das. Und das denken wahrscheinlich alle. Ja, das ist es. Oder viele. Die Leute sind halt blöd. Kommt Kunst nur von Können? Oder sind es andere, sozusagen weiche Faktoren, die den Erfolg ausmachen? Beltracchi hatte eine eindeutige Meinung.
Denn der Kunst, ebenso wie der Musikbetrieb, ist in seinen Augen oft nur eine Anhäufung schönen Scheins. Es reicht ja nicht schön zu singen, man muss auch noch schön aussehen. Und dann, wenn man nicht schön aussieht, wenn sie jetzt stockhässlich wären, dann wären sie jetzt nicht da, wo sie jetzt sind. Oder? Ja, ich glaube schon. Also ich merke das bei mir, ich bin ja so ein bisschen anfällig für Gewichtszunahme, ja, Tsunami. Ich merke das wirklich ganz deutlich, nicht nur im Beruflichen, auch im Privaten. Je schlanker ich bin, desto lieber mag man mich. Ja, das ist auch vielleicht ein Vorurteil, weil Opernsängerinnen sind immer ein bisschen schwergewichtig, ne? Früher gewesen als heute nicht ist mehr. Nicht mehr so, nee. Nee, aber auch so, ich finde auch so, wenn man ins Flugzeug einsteigt oder egal, man wird einfach zuvorkommender behandelt von seinen Mitmenschen, wenn man nicht dick ist. Aber das stimmt mit dem, dass man hat es leichter, wenn man schöner ist, ganz klar. Im Laufe dieser langen Sitzung werden Lebensgeschichten ausgetauscht. Beltracchi, ein großer Geschichtenerzähler und Geschichtensammler, tut dies besonders gerne. Und am liebsten berichtet er, natürlich, aus seinem eigenen Leben. Und von seiner eigenen Karriere, die im Elternhaus begonnen hat. Ich habe eigentlich erst so jetzt, wenn ich dran denke, so richtig angefangen mit Zeichnen und vielleicht so mit 10. Und von ganz alleine? Ja, mein Vater, der war ja Kirchenmaler. Mhm. Und der hat mir dann schon das so ein bisschen, mich da so ein bisschen rangeführt, denke ich. Mhm. Als ich dann so jugendlich wurde, wäre ich lieber Rockstar geworden, oder? Ich sah eigentlich genauso aus, wie man aussehen musste. Aber ich konnte nicht spielen. Ich hab's probiert. Mit erbärmlichen Ergebnissen. Und dann bin ich halt dann doch bei der Kunst geblieben. Irgendwie macht man ja dann doch vielleicht das, was man am besten kann. Ne? Wahrscheinlich, ja. Gesagt, getan. Im Falle von Wolfgang Beltracchi hieß das, dass er schon bald von der Malerei leben konnte. Von der Straßenmalerei. Er zog durch die Welt und lebte eine Zeit lang auf einem Wohnschiff in Amsterdam. Er trampte durch Marokko, damals das Land der haschisch-rauchenden Hippies. Dort wäre er, wie er selber sagt, an der Cholera fast eingegangen. Um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, begann er mit alten Bildern zu handeln, die er teilweise restaurierte. Da haben Sie aber noch keine Bilder gefälscht? Nee, nee, nicht wirklich. Ja, gut, so ein bisschen. Also richtig angefangen habe ich damit, so, ich würde mal sagen, 1973. So etwa, ja. Mit was für Gemälden? Winterbilder. Erst mal Winterbilder, dann Jugendstil, Art Deco, sowas in der Richtung. Ne? Aber ohne jetzt, meistens habe ich die auch nicht signiert. Das heißt, die waren ja, das war kein Delikt eigentlich dann. Ne? Und haben Sie auch schon so viel Geld verdient da was? Ja, nicht so viel, nee. Aber genügend. Es war nur noch ein kleiner Schritt, bis er in einem Backofen seine eigenen Fälschungen künstlich altern ließ. Später kamen dann die Unterschriften berühmter Maler hinzu. Eine große Fälscherkarriere war geboren. Im Anfang habe ich also meine eigenen Bilder gemalt, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Und die anderen noch so nebenbei. Mhm. Und irgendwann habe ich dann nur noch die anderen gemalt und irgendwann auch wieder meine eigenen und die anderen nebenbei. Da hat sich das gedreht. Das lag dann daran, dass die Fälschungen so teuer wurden, dass ich nur noch wenige gemalt habe. Ja. Ist eigentlich Beltracchi ein Künstlername? Nein. Das ist unser Name. Wirklich? Ja. Der Vater hieß auch schon so? Nein. Ach so. Wir hießen Fischer und der Name meiner Frau. Ach so. Ich habe geheiratet und habe den Namen meiner Frau angenommen. Das ist viel schöner als Fischer. Ne? Ich hieß Fischer, mein Gott, wer will denn Fischer heißen? Naja.
nichts gegen einzuwenden, aber wenn man die Wahl hat zwischen Fischer und Beltracchi, würde ich mich auch für Beltracchi entscheiden. Dann noch als Künstler. Ja, ja, natürlich. Außerdem, ich konnte meiner Frau das nicht antun, dass die Fischer heißen sollten. Mhm. Ja. Bei uns war es so ein bisschen, ich heiße Dasch und mein Mann heißt Schmutzhart. Dasch? Ja, das ist in Österreich relativ normal. Das ist ja fürchterlich. Und da habe ich dann auch irgendwie gedacht, hm. Also Dasch ist ja schon grenzwertig. Dasch ist schon, auch schon kein aber schöner Name. Dasch, man muss ja immer an Dinge an Teilen, ne? Wisst man, wo man dran denken muss? Immer. An das Waschmittel. An das Waschmittel, ja, genau. Ja, genau. Aber irgendwas mit Schmuddel heißt ja? Schmutzhart. Mhm. Schmutzhart. Nee, ja. So will man ja nicht heißen. Ne? Naja, das war also. Haben sie also auch ihren Namen behalten? Ich habe meinen Namen behalten, aber meine Kinder heißen Schmutzhart. Der soll seinen Namen doch auch behalten. Er wollte ihn unbedingt, ja. Ihre Kinder heißen? Die Kinder heißen Schmutzhart. Das ist ein Name, den könnte ich mir gar nicht merken. Weil das kommt bei mir nicht an. Beltracchi war für Wolfgang nicht nur ein neuer Name. Nein, ein neues Leben. Als er Helene an einem Filmkurs kennenlernte, offenbarte er ihr schon nach 3 Tagen sein Fälschergeheimnis. Und seit damals sind sie ein Paar. Sie arbeiteten an einem Filmprojekt im südchinesischen Meer. Sie leisteten sich alles, was sie wollten. Bald bekamen sie ihre gemeinsame Tochter Franziska. Mit ihr und Manuel, einem Sohn aus einer früheren Beziehung Beltracchis, reisten sie in einem Camper durch die Welt. Sie genossen das Leben in vollen Zügen. Führten Sie ein Leben in Saus und Braus dann? Nein. Nein. Wir haben also ein normales Leben geführt. Wir haben halt das gemacht, was wir machen wollten. Dazu hatten wir genug Geld. Aber wir haben keinen Ferraris gekauft oder Partyleben oder Jet-Set-Leben geführt oder so. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben auf unserer Domäne gelebt, ganz normal. Das mit ist den gut Kindern. In Südfrankreich. Ja, mit den Kindern. Und wir haben einen großen Park kreiert. Haben im Garten gearbeitet, meine Frau fast jeden Tag. Und dann die Kinder zur Schule gebracht, mit denen Reisen unternommen. Und ein bisschen mehr als andere Leute vielleicht. Ja, klar, aber es war eigentlich jetzt, es war nicht so extrem aufwendig. Ne? Weil der Wert von Beltracchis Fälschungen im Höhenflug des Kunstmarktes ständig stieg, lebte es sich komfortabel. Dank des geheimen Geldflusses eben. Verliert man dann auch noch weiter das Bewusstsein dafür, dass man eigentlich sozusagen auf der anderen Seite des Gesetzes lebt? Man empfindet das nicht als andere Seite. Damals nicht. Weil man ja das so als normal empfindet. Ne? Wenn man so Kinder großzieht und sowas, dann muss man ja denen auch irgendwie mit Recht und Unrecht und so Sachen beibringen. Und mit und auch natürlich denen erzählen, oder die kriegen ja mit, was man so macht beruflich. Wie war das bei Ihnen zu Hause? Was hat man den Kindern? Unsere Kinder kennen eigentlich ihren Vater immer nur als Maler. Er hat ja auch zu Hause immer gemalt. Ja. Unsere Freunde auch das Gleiche. Und im Grunde haben wir auch das gelebt, was wir getan haben. Das ist, wir haben Bilder verkauft, das wussten unsere Freunde. Ja. Und die Kinder sahen ihren Vater malen. Nur was der da malte. Das haben sie natürlich nicht gesehen. Es gab immer die haben die Bilder nicht gesehen? Die haben die Bilder gesehen, die er zeigen wollte, die auch den Freunden zeigen wollte und die anderen Bilder nicht. Aber in unserem Haus hing überall Kunst, standen überall Skulpturen, es hingen überall Bilder rum. Das war auch nicht auseinanderzuhalten. Okay. Und für die war das eigentlich wir waren eine Künstlerfamilie. Die gingen mit uns in Museen, die gingen mit in Ausstellungen. Die haben das ganze Leben eigentlich, was man so als Künstler lebt. Das haben die auch mitgelebt. Aber wenn ihr dann, also ich meine, ihr hattet ja doch ein gewisses Bewusstsein dafür, dass das, was ihr tut, nicht, ja, klar, nicht ganz legal ist. Und das, also dass ihr diesen Teil sozusagen vor den Kindern so. Man kann das nur ganz und gar verschweigen. In dem Moment, wo man mit denen darüber sprechen würde, oder wenn es auch nur irgendwo einen Ansatz gäbe, dann würde man ja Kinder zu Mitwissern machen. Das geht ja gar nicht. Und habt ihr euch manchmal so gesagt, naja, wenn die dann mal so 30 sind oder was, dann erfahren die das? Oder nicht? Nee.
Erfahren. Die wussten das auch bis zum Schluss nicht. Die waren, deshalb haben wir auch das Buch geschrieben, um denen eigentlich die Geschichte dann zu erzählen. Und, also als dann schon sozusagen die Justiz aufmerksam geworden war? Ja, als wir schon im Gefängnis waren. Praktisch im Gefängnis. Ich finde, es sieht schon fast fertig aus, das Bild. Aber überhaupt nicht. Nee? Nein. Das ist die Grundierung. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was aber da ist jetzt schon so ein bisschen natürlich Struktur drin. Ja, Struktur, drin, ne? Alles. Aber das ist allerdings ganz symptomatisch für diese Art von Bilder, von diesem Rossetti, dass die so gestrichelt sind. Weil er hat eben die Farbe immer in ganz dünnen Schichten so draufgelegt. Und ist das dann am Ende haptisch? Also ist das so oder ist hart. Ja. Und außerdem kommt eine Ölschicht drauf. Hier ist schon Ölfarbe drauf. Okay. Aber man sieht ja, dass das Gold, auch vor allen Dingen jetzt in den Haaren kann man es sehr schön sehen, so durchschimmert. Dass das Gold überall so durchschimmert. Ne? Und man darf dann natürlich auch nicht jetzt draufmalen mit einer deckenden Farbe. Dann zerstört man den Effekt. Ne? Okay. Der Effekt ist ja der, dass das Gold immer so mitspielt. Ne? Ich kann dir das mal zeigen an deiner Stelle. Wie das aussieht dann. Das machen wir zum Schluss dann aber. Ja, das ist der Kamm. Da sind ganz viele verschiedene Kämme. Ich mache mal jetzt mal hier, wo Licht ist, auf den Haaren hier oben. Voilà. Da gibt es da so Linien, ne? Sehen Sie die? Ja, klar. Und dann fange ich an, dann morgen früh direkt mit den Ölfarben. Eine Überraschung. Annette Dasch gibt ein kleines Privatkonzert für die Beltrakis. Toll. So. Aber traurig. Okay, das war eine tolle Vorstellung, ne? Ja. Ja, kannst du mal sehen. Die Frau kann so gut singen, wie ich malen kann. Vielleicht, weil er emotional etwas aufgeweicht ist, gibt Beltracchi noch ein paar weitere Tricks aus seiner Fälscherwerkstatt preis. Wenn man ein Bild macht, was jetzt, sagen wir mal, 100 Jahre alt ist, sein soll, es ist ja nicht 100 Jahre alt,
dann muss es ja auch den Anschein haben, dass es 100 Jahre alt ist. Heißt, man muss es in diesen 100-jährigen Zustand versetzen. Das sieht man natürlich, weiß man natürlich nur, wenn man sich mit dem Restaurieren auch auskennt. Also man kann nur fälschen, wenn man Restaurationserfahrung hat. Eigentlich muss man Restaurator sein. Auch. Und was auch dazu kommt noch, das ist natürlich top, und das habe ich oft gemacht, wenn man dann die gefälschten Gemälde restauriert. Aha. Heißt, man fügt denen ein paar kleine Schäden zu, ja, die die hätten haben können. Ne? Mhm. Und die restauriert man. Und dann möglichst so ein bisschen laienhaft. Die habe ich oft zu hören gekriegt. Schlecht restauriert, das Bild. Mhm. Das ist doch irre, oder? Das ist echt irre, ja. Sie müssen sich vorstellen, das reicht ja nicht, so ein Bild zu malen in der Handschrift. Nee, man muss es dann ja auch so behandeln und so bearbeiten, dass es wirklich auch so alt ist, die Materie. Hängen eigentlich irgendwelche von Ihren Bildern noch in Museen irgendwo? Stimmt. Stimmt. Noch mal runter kurz. Fragen Sie mich nicht wo, dann kriege ich wieder riesen Ärger, wenn ich auf sowas antworte. Habe ich mal schon mal gemacht, leider. Aber es könnte theoretisch vorkommen, dass Sie in ein Museum gehen und sagen, Moment mal. Passiert. Das ist von mir. Schön. Das passiert. Unvorstellbar. Ja. Ich gehe dann immer möglichst schnell wieder raus. Gott. Und wir lesen dann immer so ganz beflissen, was da alles so daneben steht an Informationen, wann und wo. Das ist wie, wenn man in die Kirche geht. Das ist eine Glaubensfrage. Finde ich auch. Es ist auch irgendwie toll zu wissen, dass ich jetzt mit diesem Bild werde ich jetzt leben. Ja, meine das ist eine Ikone. Ja, ist eine Ikone. Sie müssten jetzt einen schönen Platz suchen dafür, wo möglichst das Bild nicht so im direkten Licht hängt, vielleicht, weil es ja doch dann immer so spiegelt. Ne? Mhm. Das wirkt ja am allerbesten, wenn es so hier hängt, dass das Licht jetzt nicht so drauf kommt. Mhm. Ja. Nach 2 Tagen ist das Bild fertig. Kein Rossetti, aber ein echter Beltracchi, sagt Beltracchi. Ich sage immer zu meinen Mitstreitern, sage ich immer, irgendwann in 100 oder 200 Jahren spricht keiner mehr über die, wahrscheinlich. Aber wenn einer das Bild sieht, dann sagt er, oh, ein Beltracchi. Genau. Wer war denn das da drauf? Ja, genau. Er, der rund 100 Maler nachempfunden hat, stellt sich nun selber ein wenig auf das Podest. Nicht nur der größte Fälscher, sondern der größte schlechthin. Willkommen im Reich der großen Meister. Wolfgang Beltracchi, Meisterfälscher, Medienstar, Künstler. Vorbei. Du bist ja ganz nah. Ja, ich hab das noch nicht gemacht. Du hoffentlich hast du mich jetzt nicht erkältet. Und? Dein Geschäft? Ja, ich hab ja das Gefühl. Er täuschte sie alle. Die Gutachter, die Händler, die Museumsdirektoren. Und alle lobten sie, nichts ahnend, seine Fälschungen als echte Kunstwerke. Dafür hat er gebüßt. 7 Millionen hat er zurückbezahlt. Sein ganzes Vermögen ging an den Insolvenzverwalter und das meiste von dem, was er jetzt verdient. Rund 300 Bilder hat er gefälscht. Mal als Max Ernst, als Matisse oder Heinrich Campendonk. Jetzt, nachdem er aufgeflogen ist, stellt sich die Frage, gibt es ein Malerleben nach der Fälschung? Oder geht es ihm wie allen anderen, die sang- und klanglos untergingen, nachdem sie einmal überführt waren?
Beltracchi ist sicher, dass er die Ausnahme bildet. Ich denke schon, dass ich eine Ausnahme bin. Erstens bin ich, wahrscheinlich der größte Fälscher, den es überhaupt jemals gegeben hat. Ja, nö, das muss man einfach so sehen. Ich habe über 100 Maler gemacht aus 4 Jahrhunderten. Das hat noch nie irgendjemand gemacht. Und ich habe niemals Kopien gemalt. Ich habe wirklich in der Handschrift der Künstler gemalt. Und wer kann das? Ich kenne keinen. Es besteht kein Zweifel. Der Mann ist nicht nur selbstbewusst, er kann auch etwas. Und das will er uns nun beweisen, indem er Prominente malt. Jeden im Stil eines anderen Künstlers. Heute sind er und seine Frau Helene unterwegs zur Sopranistin Annette Dasch. Die 39-jährige Sängerin hier mit den Wiener Philharmonikern ist Mutter zweier Kinder. Dreisat-Zuschauer kennen sie als Moderatorin der Sendung Dasch Salon. Ein vielbeschäftigtes Multitalent. Hier im Berliner Arndt-Gymnasium ist sie zur Schule gegangen. Und hier wartet Wolfgang Beltracchi auf sie. Maestro. Tag, Frau Dasch. Hallo, ich freue mich sehr. Ja, sehen Sie mal, jetzt sehe ich Sie endlich mal. Ich bin total aufgeregt und freue mich total. Ja, das ist doch schön. Ja. Dann fangen wir doch eigentlich direkt mal zügig an, oder? Auf geht's. Beltracchi will Annette Dasch im Stile des... Normal. Das ist ja fürchterlich. Und da habe ich dann auch irgendwie gedacht, Also Dasch ist ja schon grenzwertig. Dasch ist schon, auch schon kein aber schöner Name. Dasch, man muss ja immer an Dinge an teilen, ne? Wisst man, wo man dran denken muss? Immer. An das Waschmittel. An das Waschmittel, ja, genau. Ja, genau. Aber irgendwas mit Schmuddel heißt ja? Schmutzhart. Mhm. Schmutzhart. Nee, ja. So will man ja nicht heißen. Ne? Naja, das war also... Haben Sie also auch Ihren Namen behalten? Ich habe meinen Namen behalten, aber meine Kinder heißen Schmutzhart. Der soll seinen Namen doch auch behalten. Er wollte ihn unbedingt, ja. Ihre Kinder heißen? Die Kinder heißen Schmutzhart. Das ist ein Name, den könnte ich mir gar nicht merken, weil das kommt bei mir nicht an. Beltracchi war für Wolfgang nicht nur ein neuer Name, nein, ein neues Leben. Als er Helene an einem Filmkurs kennenlernte, offenbarte er ihr schon nach 3 Tagen sein Fälschergeheimnis. Und seit damals sind sie ein Paar. Sie arbeiteten an einem Filmprojekt im südchinesischen Meer. Sie leisteten sich alles, was sie wollten. Bald bekam sie ihre gemeinsame Tochter Franziska. Mit ihr und Manuel, einem Sohn aus einer früheren Beziehung Beltracchis, reisten sie in einem Camper durch die Welt. Sie genossen das Leben in vollen Zügen. Führten Sie ein Leben in Saus und Braus dann? Nein. Nein. Wir haben ein normales Leben geführt. Wir haben halt das gemacht, was wir machen wollten. Dazu hatten wir genug Geld. Aber wir haben keine Ferraris gekauft oder Jet-Set-Leben geführt oder so. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben auf unserer Domäne gelebt, ganz normal. Mit den Kindern. Gut in Südfrankreich. Ja, mit genau. Den Kindern. Und wir haben einen großen Park kreiert. Haben im Garten gearbeitet, meine Frau fast jeden Tag. Und dann die Kinder zur Schule gebracht, mit denen Reisen unternommen. Und ein bisschen mehr als andere Leute vielleicht. Ja, klar, aber es war eigentlich jetzt, es war nicht so extrem aufwendig. Ne? Weil der Wert von Beltracchis Fälschungen im Höhenflug des Kunstmarktes ständig stieg, lebte es sich komfortabel. Dank des geheimen Geldflusses eben. Verliert man dann auch noch weiter das Bewusstsein dafür, dass man eigentlich sozusagen auf der anderen Seite des Gesetzes lebt? Man empfindet das nicht als andere Seite. Damals nicht. Weil man ja das so als normal empfindet. Ne? Wenn man so Kinder großzieht und sowas, dann muss man ja denen auch irgendwie mit Recht und Unrecht und so Sachen beibringen. Und es wird aber doch.
Ah, jetzt sieht sie ein bisschen zu schlank aus, die Dame. Doch, ich habe nichts dagegen. Dann müssen wir jetzt gleich mal was an der Außenform noch machen. Nein. Der Maler Dante Rossetti konzentrierte sich im Laufe seines Lebens immer mehr auf das Malen von Bildern schöner, sinnlicher Frauen. Seine Geliebte, Jane Morris, soll er 3000 Mal dargestellt haben. Sie wurde mit lasziv geschürzten Lippen und wallender Haarpracht zum Sinnbild der Femme Fatale. Rossetti war Maler und Dichter zugleich. Einige seiner Bilder zählen zu den besten Werken des 19. Jahrhunderts. Im Alter wurde Rossetti sehr seltsam. Malte mal gut, dann wieder schlecht. Und er lag schließlich dem Alkohol, Schlafmitteln und Opiumpräparaten. Wie immer bereiten sich die Beltracchis zu Hause auf dieses malerische Abenteuer vor. Genauso sorgfältig wie damals, als sie sich keinen Fehler leisten konnten, weil sie sonst hops gegangen wären. Dante Gabriel Rossetti. Also. Maler und Dichter. Für unsere Auffassung heute, ja, sieht das manchmal ein bisschen kitschig aus. Ne? Hat das so ein Glanzbildchen-Charakter. Ja, ne, so ein bisschen. Guck mal, wie das hier zum Beispiel auch. Mhm. Ich meine, die Frauen gucken immer so ein bisschen, als hätten sie gerade den Heiligen Geist gesehen oder irgendeine andere Erscheinung. Das ist halt ein Stil, der auch nicht mehr unserem Zeitgeschmack entspricht. Aber ich will das auch nicht beurteilen. Ich mag das auch nicht, wirklich nicht gerne leiden, wenn Leute über irgendeine Kunstform oder Kunstrichtung so aburteilen. Aber das ist ganz schön, ne? Mhm. Das könnte ich machen. Das ist auch nicht so aufwendig dann, ne? Sowas ist schon wieder. Ist auch nicht der Typ. Nee. Also das denke ich. Könnte passen, ne? Zurück nach Berlin. Zurück ins Arndt-Gymnasium, wo Annette Dasch die Grundlagen für ihre Karriere mitbekam. Doch für sie war es eine schwierige Zeit damals. Ich habe mich einfach nicht interessiert für so viele Sachen. Und ich war so mit mir selber beschäftigt und mit anderen Dingen irgendwie. Ich wollte natürlich Musik machen und wollte raus in die Natur und wollte ins Theater und so. Und ich wollte nicht hier sitzen und Erdkunde lernen. Dass das Gold immer so mitspielt. Ne? Ich kann dir das mal zeigen an deiner Stelle. Wie das aussieht dann. Das machen wir zum Schluss dann aber. Ja, das ist der Kamm. Da sind ganz viele verschiedene Kämme. Ich mach mal jetzt mal hier, wo Licht ist, auf den Haaren hier oben. Voilà. Da gibt es dann so Linien, ne? Sehen Sie die? Ja, klar. Und dann fange ich an, dann morgen früh direkt mit den Ölfarben. Eine Überraschung. Annette Dasch gibt ein kleines Privatkonzert für die Beltracchis. Oh,
Toll. So. Aber traurig. Okay, das war eine tolle Vorstellung, ne? Ja. Und er lag schließlich dem Alkohol, Schlafmitteln und Opiumpräparaten. Wie immer bereiten sich die Beltrakis zu Hause auf dieses malerische Abenteuer vor. Genauso sorgfältig wie damals, als sie sich keinen Fehler leisten konnten, weil sie sonst hops gegangen wären. Dante Gabriel Rossetti. Also. Maler und Dichter. Für unsere Auffassung heute sieht das manchmal ein bisschen kitschig aus. Ne? Hat das so ein Glanzbildchen-Charakter. Ja, ne, so ein bisschen. Guck mal, wie das hier zum Beispiel auch. Mhm. Ich meine, die Frauen gucken immer so ein bisschen, als hätten sie gerade den Heiligen Geist gesehen oder irgendeine andere Erscheinung. Das ist halt ein Stil, der nicht mehr unserem Zeitgeschmack entspricht. Aber ich will das auch nicht beurteilen. Ich mag das auch nicht, wirklich nicht gerne leiden, wenn Leute über irgendeine Kunstform oder Kunstrichtung so aburteilen. Aber das ist ganz schön, ne? Mhm. Das könnte ich machen. Das ist auch nicht so aufwendig dann, ne? Sowas ist schon wieder. Ist auch nicht der Typ. Nee. Also das, denke ich, könnte passen, ne? Zurück nach Berlin. Zurück ins Arndt-Gymnasium, wo Annette Dasch die Grundlagen für ihre Karriere mitbekam. Doch für sie war es eine schwierige Zeit damals. Ich habe mich einfach nicht interessiert für so viele Sachen. Und ich war so mit mir selber beschäftigt und mit anderen Dingen irgendwie. Ich wollte natürlich Musik machen und wollte raus in die Natur und wollte ins Theater und so. Und ich wollte nicht hier sitzen und Erdkunde lernen irgendwie. Und habe deswegen hab mich hingeschleppt jahrelang und habe auch viel geschwänzt später und so. Und habe aber immer gerne hier an den wirklich tollen musikalischen Angeboten an der Schule teilgenommen. Das geht. Beim Sitzen dann. So ein bisschen runter, so ein bisschen zu mir, so ein bisschen tiefer. Beltracchi malt mit Lasuren über die goldige Grundierung. In der Technik des Dante Rossetti, der teilweise Tempera und Ölfarben mischte, was den Bildern eine gewisse Durchsichtigkeit gab. So wirken sie leicht, bunt, aber auch etwas gefällig. Wie immer nähert sich das Gespräch jenen Fragen, die Beltracchi gerade umtreiben. Heute bekommen die Kunstkritiker ihr Fett ab. Der Unterschied. Einige seiner Bilder zählen zu den besten Werken des 19. Jahrhunderts. Im Alter wurde Rossetti sehr seltsam. Malte mal gut, dann wieder schlecht. Und er lag schließlich dem Alkohol, Schlafmitteln und Opiumpräparaten. Wie immer bereiten sich die Beltrakis zu Hause auf dieses malerische Abenteuer vor. Genauso sorgfältig wie damals, als sie sich keinen Fehler leisten konnten, weil sie sonst hops gegangen wären. Dante Gabriel Rossetti. Also. Maler und Dichter. Für unsere Auffassung heute sieht das manchmal ein bisschen kitschig aus. Ne? Hat das so ein Glanzbildchen-Charakter. Ja, ne, so ein bisschen. Guck mal, wie das hier zum Beispiel auch. Mhm. Ich meine, die Frauen gucken immer so ein bisschen. Als hätten sie gerade den Heiligen Geist gesehen oder irgendeine andere Erscheinung. Das ist halt ein Stil, der nicht mehr unserem Zeitgeschmack entspricht. Aber ich will das auch nicht beurteilen. Ich mag das auch nicht, wirklich nicht gerne leiden, wenn Leute über irgendeine Kunstform oder Kunstrichtung so aburteilen. Aber das ist ganz schön, ne? Könnte ich machen. Das ist auch nicht so aufwendig dann, ne? Sowas ist schon wieder. Ist auch nicht der Typ. Nee. Also das, denke ich, könnte passen, ne? Zurück nach Berlin.
zurück ins Arndt-Gymnasium, wo Annette Dasch die Grundlagen für ihre Karriere mitbekam. Doch für sie war es eine schwierige Zeit damals. Ich habe mich einfach nicht interessiert für so viele Sachen und ich war so mit mir selber beschäftigt und mit anderen Dingen irgendwie. Ich wollte natürlich Musik machen und wollte raus in die Natur und wollte ins Theater und so und ich wollte nicht hier sitzen und Erdkunde lernen irgendwie. Und habe deswegen hab mich hingeschleppt jahrelang und habe auch viel geschwänzt später und so. Und habe aber immer gerne hier an den wirklich tollen musikalischen Angeboten an der Schule teilgenommen. Das geht. Beim Sitzen dann. So ein bisschen runter, so ein bisschen zu mir, so ein bisschen tiefer. Beltracchi malt mit Lasuren über die goldige Grundierung. In der Technik des Dante Rossetti, der teilweise Tempera und Ölfarben mischte, was den Bildern eine gewisse Durchsichtigkeit gab. So wirken sie leicht, bunt, aber auch etwas gefällig. Wie immer nähert sich das... Unsere Kinder kennen eigentlich ihren Vater immer nur als Maler. Er hat ja auch zu Hause immer gemalt. Ja. Unsere Freunde auch das Gleiche. Und im Grunde haben wir auch das gelebt, was wir getan haben. Das ist, wir haben Bilder verkauft, das wussten unsere Freunde. Ja. Und die Kinder sahen ihren Vater malen. Nur was der da malte, das haben sie natürlich nicht gesehen. Es gab immer die haben die Bilder nicht gesehen? Die haben die Bilder gesehen, die er zeigen wollte, die auch den Freunden zeigen wollte und die anderen Bilder nicht. Aber in unserem Haus hing überall Kunst, standen überall Skulpturen, es hingen überall Bilder rum. Das war auch nicht auseinanderzuhalten. Okay. Und für die war das eigentlich wir waren eine Künstlerfamilie. Die gingen mit uns in Museen, die gingen mit Ausstellungen. Die haben das ganze Leben eigentlich, was man so als Künstler lebt, das haben die auch mitgelebt. Aber wenn ihr dann, ich meine, ihr hattet ja doch ein gewisses Bewusstsein dafür, dass das, was ihr tut, nicht... Ja, klar. Nicht ganz legal ist. Und das, also, dass ihr diesen Teil sozusagen vor den Kindern so... Man kann das nur ganz und gar verschweigen. In dem Moment, wo man mit denen darüber sprechen würde, oder wenn es auch nur irgendwo einen Ansatz gäbe, dann würde man ja Kinder zu Mitwissern machen. Das geht ja gar nicht. Und habt ihr euch manchmal so gesagt, naja, wenn die dann mal so 30 sind oder was, dann erfahren die das? Oder nicht? Nee, es war... Erfahren. Die wussten das auch bis zum Schluss nicht. Deshalb haben wir auch das Buch geschrieben, um denen eigentlich die Geschichte dann zu erzählen. Also als dann schon sozusagen die Justiz aufmerksam geworden war? Ja, als wir schon im Gefängnis waren. Praktisch im Gefängnis. Ich finde, es sieht schon fast fertig aus, das Bild. Aber überhaupt nicht. Nee? Nein. Das ist die Grundierung. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber da ist jetzt schon so ein bisschen natürlich Struktur drin. Ja, Struktur und alles. Aber das ist gestrichelt. Das ist allerdings ganz symptomatisch für diese Art von Bilder, von diesem Rossetti, dass die so gestrichelt sind. Weil er hat eben die Farbe immer in ganz dünnen Schichten so draufgelegt. Und ist das dann am Ende haptisch? Also ist das so oder wieder? Ist hart. Ja. Und außerdem kommt da Ölschicht drauf. Hier ist schon Ölfarbe drauf. Okay. Aber man sieht ja, dass das Gold, auch vor allen Dingen jetzt in den Haaren kann man es sehr ja schön sehen, so durchschimmert. Dass das Gold überall so durchschimmert. Ne? Und man darf dann natürlich auch nicht jetzt draufmalen mit einer deckenden Farbe. Dann zerstört man den Effekt. Ne? Okay, ja. Der Effekt ist ja der, dass das Gold immer